Hier haben wir das Goetheanum. Und so wie dieses Gebäude heißt unsere Zeitschrift. Und so wie das Goetheanum hier in Beton ganz viele verschiedene Räume hat, hat auch unsere Zeitschrift die verschiedensten Seiten. Und um diese Rubriken, es sind 7, wie die Tage der Woche, vorzustellen, lade ich ein, an 7 Räumen das zu verfolgen mit mir. Also, bitteschön. Wir sitzen hier in einem der Flure des Goetheanum. Heute ist keine Tagung und es ist jetzt nach 17 Uhr, deshalb ist hier nicht viel los. Sonst begegnen sich Menschen und tauschen sich aus. Das geschieht in unserer Zeitschrift auf den Nachrichtenseiten. Das ist der Flur in der Zeitung, könnte man sagen. Und ich bin ganz froh, dass unsere beiden Redakteurinnen und Redakteure da einen Schlüssel gefunden haben. Sie wählen jeweils ein Thema, beispielsweise vor einigen Heften war es pädagogische Konzepte, und haben dann etwas gesammelt aus Queensland, aus Forest Row England und aus Zimbabwe in Afrika. Interessant dabei, es ist sehr vielfältig und gleichzeitig ist etwas Gemeinsames. Ja, wahrscheinlich auch das anthroposophisch Verbindende dabei, was dabei aufleuchtet. Von Platon gibt es einen wunderbaren Satz. Die Innenseite des Augenblickes ist die Ewigkeit. Wo es uns also gelingt, die Ereignisse, politisch, kulturell oder etwas anderes, von seiner Innenseite zu begreifen, da rühren wir an dieser Sphäre der Unendlichkeit der Zeit, des Ewigen. Das versuchen wir auf den Seiten, die wir Symptom nennen, wo unsere Autorinnen und Autoren in die Welt schauen, in unsere Gegenwart schauen und die Symptomatologie, die Innenseite, fassbar machen wollen. Und um das jetzt hier zu beschreiben, stehe ich im Westen des Goetheanum und hinter mir die Skulptur des Erzengel Michael, der das in seinem Blick hat, in dieser Skulptur. Er schaut hinaus und schaut auch irgendwie zugleich in sich hinein. Anthroposophie, das ist die Lehre von Entwicklung, von Metamorphose. Deshalb heißt das Goetheanum auch Goetheanum nach Goethe. Und der Saal bringt es ins Bild, auf 3 Ebenen. In den Fenstern ist viel der persönlichen, menschlichen Entwicklung dargestellt. Von Geburt bis zum Tod beispielsweise. An der Decke dann in den Kulturepochen die menschheitliche Entwicklung und schließlich in den Säulen und Architrav die Entwicklung der Schöpfung, der Evolution. Man sieht hier die Wandel von der 1 zur 2 zur 3. Ja, es geht hier um das Ganze. Das wollen wir auch in der Mitte des Heftes verwirklichen, dass wir einen Zusammenhang entfalten und darstellen. Wie beispielsweise vor einigen Wochen, als ich mit dem Maler Philipp Nelson einen Artikel entwickelt habe über seine Gemälde, über die Kulturepochen. Da hat er in diese Bilder die ganze Wucht seiner Biografie hereingebracht. 15 Jahre hat er daran gemalt. Und wir zeigen es in einem Heft. Wir bilden diesen Zusammenhang ab. Und dazu laden wir jede Woche ein, so in ein Feld einen großen Zusammenhang einzutauchen. Wie in diesem Saal. Jetzt sitze ich in der Cafeteria des Goetheanum oder wie es klassisch heißt, in der Wandelhalle. Und hier finden ja 2 Felder statt, 2 Dinge. Einmal das Gespräch, man tauscht sich aus nach einer Veranstaltung oder vor einer Veranstaltung. Und es geht um die ganz praktischen Dinge des Lebens, Kaffee, Kuchen, Brötchen. Und diese beiden Felder, Gespräch und praktisches Leben, haben auch in der Zeitschrift ihren Platz. Im Forum haben wir Platz für das Gespräch, den Hinweis, den Jubel über etwas. Es kann auch mal die Empörung sein, das Ärgernis, der Leserbrief. All das hat in diesen Doppelseiten seinen Platz. Und das Zweite ist, wo das ganz praktische Leben sich abspielt, das sind die Anzeigen. Eine Studienreise wird angezeigt oder eine offene Stelle wird gesucht. Das sind die Anzeigen des Goetheanum. Zum Goetheanum gehören viele Gebäude dazu. Es ist ein ganzer Campus. Die medizinische Sektion ist in einem eigenen Haus untergebracht oder auch hier, wo wir jetzt stehen, das Glashaus, in dem die naturwissenschaftliche Sektion und die Sektion für Landwirtschaft arbeiten. Das Gebäude hat diesen Namen, weil zu Rudolf Steiners Zeiten hier die Gläser für das Goetheanum geschliffen worden sind. Und hier stehe ich, weil wir im Goetheanum eine Doppelseite haben, die wir Campus nennen, wo wir
aus dem Leben der Sektionen berichten, wo wir von Forschungsanliegen berichten, wo wir einzelne Mitarbeitende vorstellen und wo wir jetzt gerade aktuell die vielen Künstlerinnen und Künstler, die mit dem Faust beschäftigt sind, der Neuinszenierung einzeln porträtieren. Für die Rückenseite des Goetheanum, unserer Zeitschrift, habe ich diesen Ort hier gewählt, das Felsli. Hier kommt man zur Ruhe, sinnt nochmal nach, was man vielleicht am Goetheanum erlebt hat. Und so auch in der Zeitschrift. Auf der letzten Seite haben wir einen knappen, kurzen Text, der unser Hauptthema nochmal imaginativ, innerlich, oft sehr persönlich nachklingen lässt. Es ist so ein wenig das, was man im Anthroposophischen die Rückschau nennt, wo das Thema nachklingt, musikalisch nennen wir es die Coda, und sich nochmal vertieft. Es ist ein Format, was mir besonders liegt in seiner Kürze, weshalb ich diesen Absatz, viel mehr ist es ja nicht, gerne schreibe.